Hi ho, es geht weiter mit Let's Play Tales of Symphonia. Beim letzten Mal sind wir in Heimdall angekommen und haben nochmal mit allen Leuten geredet und muss jetzt auf zu Kratos, denn wir müssen gegen Kratos kämpfen, um das Siegel von Origin zu brechen. Und Kratos ist im Torrentwald und der Torrentwald ist irgendwo hier. Geht ihr in den Torrentwald? Ja. Kratos hat die Welt auf der Suche nach dem legendären Erz Sajonis bereist. Er kam natürlich auch hierher. Wisst ihr warum? Damit ein Mensch das ewige Schwert führen kann, stimmt's? Damit du es führen kannst. Aber Sajonis konnte nicht auf dieser Welt gefunden werden. Es musste aus der Riskalan geholt werden. Das ist aber der Zelos geschickt, um es zu holen. Selbst wenn du den Kampf nicht verhindern kannst, vergiss nicht, Kratos war euer neunter Gefährte. Ich werde daran denken. Der Torrenwald liegt in dieser Richtung. Sprecht mit dem Wächter. Oh, unser neunter Gefährte. Oh, also eigentlich war er unser vierter Gefährte, wenn wir mal danach gehen, wer als nächstes in die Party kam, und er war sehr, 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 sehr früh in der Party als vierter Gefährte. Direkt am Anfang, im ersten Dungeon direkt. Oh, mein Herz. Okay, der nächste Schritt ist, nicht mehr zu weinen. Du bist unglaublich, Leute. Ja, wie kommst du jetzt nicht darauf? Du hast mit dem Ältesten gesprochen, damit Ryan und ich ins Dorf dürfen. Ihr dürft ins Dorf, aber die Elfen akzeptieren euch trotzdem nicht. Für uns ist das genug. Und den nächsten Schritt müssen wir jetzt selbst machen. Yeah. Naja, es ist, wie gesagt, ein erster Schritt. Kratos müsste sich im tiefsten Teil des Waldes befinden. Seid vorsichtig. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das so ein Wald ist, in dem ich mich verlaufen habe. Wald der Elfen. Das ist also der Wald der Elfen. Vor langer Zeit haben sie in Heimdall gelebt, nicht wahr, Professor Rain? Ja, aber ich kann mich kaum noch daran erinnern. Es ist ein seltsames Gefühl, vertraut und fremd zugleich. Ich hoffe, eines Tages kann jeder diesen Wald ganz normal besuchen. Ja, ich hoffe, eines Tages wird es so eine Welt geben. Bestimmt, wir sorgen dafür. Okay. Wisst ihr, irgendwie erinnere ich mich und irgendwie erinnere ich mich nicht. Da ist ein... Hallo, Tierchen. Soll ich ihm folgen? Erstmal die Sackgassen abchecken, ob da noch Kisten sind. Das war ein Weg. Ich wollte keinen Weg. Ich wollte eine Sackgasse checken, solange Genis lebt. Elfen haben eine hohe Lebenserwartung, nicht wahr? Ja, so scheint es. Man sagt, sie können 1000 Jahre alt werden. Sich was vorzustellen ist nicht leicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Auch ich werde wahrscheinlich so lange leben. Also haben Halbelfen auch eine lange Lebenserwartung. Selbst wenn wir schon tot sind, wirst du weiterleben. Ja. Wir werden auch weiterleben. Unsere Lebenserwartung liegt bei etwa 80 Jahren. Das meine ich nicht. Solange Ryan und Genis leben, werden wir in ihren Herzen weiterleben. Ja, ich werde euch niemals vergessen. Ich stelle mir das sehr anstrengend vor, wenn man so alt wird und so oft Leute, Freunde verliert. Und okay, ich glaube, es ist ein absoluter, man verläuft sich Dungeon. Irgendwie sind wir gerade vollkommen im Kreis gelaufen. Okay, Anerkennung! Bald wirst du gegen Kratos kämpfen. Ja. Yeah. Sag mal, Colette, bin ich stärker geworden? Du bist wirklich stark, Leute. Stärker als Kratos?
Nun. Wir haben schon ein paar Mal gegen ihn gekämpft, aber da hat er sich immer zurückgehalten. Wenn er sich dieses Mal zurückhält, werde ich ihm das nicht verzeihen. Lloyd. Diesmal will ich ihn wirklich schlagen. Weil du willst, dass dein Vater dich anerkennt? Was? Ich bin sicher, dass Kratos seine Gefühle verstehen wird. Mach dir keine Sorgen, es wird gut gehen. Wisst ihr, wo wir gerade so beim Thema sind? Es wäre eventuell ganz klug, wenn ich ein bisschen mit Lloyd kämpfen übe. Sovereign Temple. Habe ich das nicht letztes Mal schon angeguckt? Ich nehme mir das halt echt zu unregelmäßig auf. Ich muss jedes Mal wieder... Rising Falcon ist links, Hunting Beast ist rechts. Okay. So, wir machen das nochmal und folgen einfach dem Tierchen. Denn das Tierchen lebt hier im Wald. Das heißt, das Tierchen kennt sich hier im Wald aus. Und das Tierchen weiß bestimmt, dass wir zur Origin wollen. Wohin sollten wir sonst wollen, wenn wir in diesen Wald kommen? Okay, so. Tierchen ist hier lang gegangen. Und jetzt? Rechts rum. Na gut. Den Feind nehmen wir mal mit. Was gibt's hier denn? Okay. Die sehen nicht ganz so schön aus. Selbst die Schleime hatten früher so kleine grüne Bällchen in sich drin. Jetzt sind es einfach Totenschädel. So, was haben wir da noch für ein... Destruktor. Okay. Auch nicht ganz so sympathisch. So. Au, 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 au. Oh Gott. Macht der Rune. Hier gibt's Macht der Rune. Das ist gut. Hier ist eine Sackgasse. Wo ist unser Tierchenfreund hin? Kiste. Meine Kiste. Kiste mit Engelsträne. Engelsträne? Was ist das? Oh. Eine Waffe, aber ist sie besser als unsere Scherzwaffe? Natürlich nicht. Als ob irgendwas schärfer wäre als Papierfächer. Ja, so Papierschnitt kann schon wehtun. Bist du neu? Bist du ein neuer Feind? Autsch. Ist immer schwer zu beurteilen, weil es ja oft hier auch gleiche Feinde gibt, nur mit anderen Farben. Das könnte so ein Fall sein. Aua! Na los, steh auf. Ah, so war's nicht gemeint. Was kochen wir eigentlich? Rahmeintopf. Warum kocht eigentlich Salos? Bestimmt, weil wir da geschlafen haben. Das Spiel dachte so, oh, trollololol, ich stell mal um, wer kocht. Also nicht, weil wir geschlafen haben, sondern weil wir die Cutscene hatten, wo wir alle getrennt waren, danach geschlafen haben. Okay. Ich denke, das mit dem Tierchen folgen ist eine gute Idee. Ist das da oben ein Bildübergang oder nicht? Ja, okay, dann möchte ich hier nicht hin. Also, eventuell nicht. Jedenfalls nicht, bevor uns das Tierchen nicht gesagt hat, dass wir da hin wollen. Wenn ich das Tierchen finde. Hallo, du bist ein Drache? Ah, warum ist hier ein Drache? Hallo Drache, was bist du für ein Drache? Golddrache! Hat der Geld? Der hat auf jeden Fall Lebenspunkte. Ist das nicht schön, Lebenspunkte zu haben? Wir haben auch Lebenspunkte. Aber der hat ganz schön viele Lebenspunkte. Oder auch nicht. Geld 8300, ja. Nichts im Vergleich zu unserer Million, aber... Okay, wo sollen wir hin? Oh, vielleicht müssen wir doch darüber. So, ich bin noch ganz vorsichtig hier unten. Ich habe Angst, dass ich aus Versehen aus dem Bild rauslaufe. Aber vielleicht gibt es hier noch Schatzkisten. Ich glaube nicht. Das sieht zu versteckt aus da unten.
Ah, da. Ich folge dir. Ich hoffe, ich muss mir deinen Rückweg nicht merken. Hab ich nämlich nicht. Baumstumpf? Oh. Kiste. Na gut. Baumstumpf, hello. Noch mehr Kisten, okay. Ich wette, wir haben ganz viele Kisten übersehen. Bestimmt sind noch ein paar Sackgassen, wenn man die anderen Wege entlang geht. Also die führen bestimmt nicht alle im Kreis. Aber was soll's, ist mir jetzt auch egal. Was, ein Speicher? Haben wir einen Speicherdings? Ja. Dann nehmen wir den doch mal mit. Besser ist es. So, aber eigentlich hätte man hier auch irgendwo einen Speicherkristall finden müssen. Na gut, vielleicht einer von den Feinden hier, die wir jetzt übersprungen haben. Wo ist denn... Okay, Kiste, meinetwegen. Noch eine Erfgemme. Will mir das Spiel irgendwas sagen? Muss ich wieder solch neue Erfgemmen ausrüsten? Level 1er Erfgemmen hast du noch, Leute. Das ist echt nicht so... Ja, vielleicht muss ich das bald mal wieder machen. Wollte ich das nicht neulich schon machen? Ach, keine Ahnung. Hauptsache Random Genius haben ihre... Das ist das Wichtigste. Wo ist der Baumstumpf? Wie groß ist diese Map hier? Oh, ich habe noch mehr Kisten gefunden. Gewandte Hexe. Schutzring. Ich glaube, Schutzring ist nicht so toll, wie es klingt. Verringert physischen Schaden, verstärkt jedoch elementar. Ja, genau. Und... Genius bestimmt, oder? Gewandte Hexer. Ja, natürlich. So. Die Kisten hinterm Wasserfall. Aber das ist immer noch kein Baumstumpf, der uns den richtigen Weg weist. War ich hier schon? Nee. Da! Wow, fast nicht gesehen. Renn bitte einfach. Danke. Ich habe das Gefühl, wir sind schon bald da. Ja, nein, da rechts ist der Baumstumpf, okay. Na gut, dann habe ich es falsch gesehen. Ich dachte, aber ich konnte mich erinnern, dass das Orange war irgendwo oben. Irgendwo nördlich. Ach, schön. Hier rechts entlang. So, you've come. Is there no other way? Are you still thinking like that? You'll die if you fight me with any doubt left in your heart. If you want the pact with Origin, then you must defeat me. So, that's your way. Everyone, leave this to me. You're going to fight alone? Lloyd won't lose. Lloyd bears the weight of all the lives that you and Crucis sacrificed. Get ready! I'm not gonna hold back this time. I know. I won't either. Ich hoffe, er kann uns auch ernst nehmen mit Badeklamotten und Papierfächern und ich werde gleich einen Demon Fang abkriegen. Ich sehe sie jetzt schon. Au, au, oh Gott. 12.000. Oh, okay, habe ich irgendwas? Schutz zur magischen Krankheit, schwächt den Angriffen. Nee. Erhöht die Treffsicherheit. Ja. Oh. Erhöht die Verteidigung. Okay. Au, 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 au. Habe ich es eingesetzt? Okay. Ich dachte, man bekommt es auch irgendwie angezeigt, so als ein Schild mit einem Plus, so Yuan Rain. Das macht mit Verteidigung stärken, aber scheinbar nicht. Na gut. Erhöht den Angriff! Go! No, no, no! Spring, spring, spring! Okay, okay, okay. Ich kriege das hin! Wir werden diesen Kampf gewinnen, Leute! Wie viel hat er noch? Eieiei. Aua, okay. Ich sollte mal angreifen. Hör auf, mich anzugreifen. Ich will angreifen. Und Rising Falcon!
Gut. Rising Falcon ist super gut in diesem Kampf, um einfach die Seite zu wechseln. Ha, ha, ha. Au, au, au. Das tat weh. Das tat weh. Ich kann hier noch umhauen, glaube ich, mit Beast. Kann ich nicht umhauen mit Beast? Wenn er nicht gerade blockt. Oh, flieg, Leute, flieg. No, no, nicht nach oben. Nein. Ah, verdammt. Hätte heilen sollen. Mm-mm. Sie wurden niemals wieder gesehen. Och, muss ich jetzt wirklich? Gut, dass ich gespeichert habe. Okay, Moment, wir hatten hier eine Kiste. Dann hatten wir hinter dem Wasserfall die Kiste. Ja, genau. Mit den Klamotten für Ginas. Kiste. Kiste. Ginas. Bitte schön, ihr neues Outfit. So, können wir uns hier noch irgendwie... das ist eigentlich schon ziemlich gut so. Oder? Haben wir irgendwas Cooleres? Irgendwas? Nee, ich glaube, besser wird's nicht. Besser wird's nicht. Okay. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Ich war nur... Ich dachte, ich krieg den Rising Falcon durch, bevor er seinen Grave-Angriff gecastet hat. Aber nein! War zu langsam. Bam, bam, bam. Oh, ich könnte mir einen Mondstein... Moment, haben wir einen Mondstein? Ich habe bei Ray niemals wieder angemacht, oder? Nach dem Kampf. Ja. Nein? Oh, Holly Lance meine ich. Holly Lance hat sie. Nicht Ray. Deswegen steht sie nur rum. Ist mir früher aufgefallen. Au. So. Haben wir Mondstein? Einen. Es war doch Mondstein, oder? War Mondstein der mit den... Mit den KP. Haben wir echt nicht? Moment. Schwarzer Onyx war es. Mondstein für TP. Okay, Rain, gib das Ding her. Nimm dir irgendwas anderes. Keine Ahnung. Hier, Schuhe. Gib mir den. Ich habe schon vergessen. Es war nicht der Mondstein, es war der andere. Der schwarze Onyx. So, mehr KP. Mehr Leben. Nee. Moment. Heilen. Perfekt. So. Jetzt aber. Diesmal klappt es. Ich hoffe, ich muss das. Okay. Ich hoffe, ich muss das Tier nicht mitnehmen, wollte ich sagen. Du, hey Kratos, ich bin wieder da. Diesmal besiege ich dich. Yap. Lloyd wird nicht verlieren. Genau, Colette. Niemals. Ist auch nie passiert. Ich hab nie verloren. Ja, diesmal halte ich mich auch nicht zurück. Diesmal mache ich dich voll fertig. Hallo, ich konnte noch nicht mal ins Menü rein, so schnell castet er. Warum castet er nicht so schnell, wenn er in meiner Party ist? Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Au. Warum haut dich das denn nicht um, wenn ich Beast mache? Mann. Menno. Aua. Yay, ich habe Tempest Beast gelernt. Mitten im Kampf. Cool. Ah, jetzt stecke ich wieder in der Attacke drin und kann nicht ausweichen. Ah, er castet einfach abnormal schnell, wirklich. Also gefühlt castet er nicht mehr. Gefühlt macht er einfach flupp. Level 2 Zauber. Einfach so. Als wäre es nichts. Als wäre er der ultra krasse Kratos hier. Ich könnte ihn dauerhaft Demon fangen, aber es wäre ziemlich lame.
Castest du noch rechts? Nee, natürlich castest du schon hier links. Au, 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 au. Und spring. Okay, und nochmal heilen. Oh, flieg, Leute, flieg. Ah, die Spitze hat mich noch getroffen. Hörst du jetzt auf zu casten? Oh, und da kann ich nicht mal wegspringen. Alter, der stresst mich. Der stresst mich richtig. Aber ich bin es auch echt nicht gewohnt, mit Leuten zu kämpfen, ne? Ich hab geblockt, aber Leute wollte nicht. Okay. Das war nicht sehr stilvoll. Aber es hat funktioniert.